Jens Uwe Hans Andreas, wir sammeln Fußballstadien. Ja. Das ist dann Jens, Uwe und Andreas. Genau. Dann, ach, da wird euch Geisterhand schon die passenden Sitzgelegenheit. Ich nehme an, es wird Bier getrunken bei dem Thema. Leider nicht. Ich würde gerne, aber ich war heute Morgen beim Zahnarzt und muss jetzt doch auf Wasser zurückgreifen. Zahnarzt? Ja. Ist das noch die Schwellung davon? Ganz genau. Ich muss Antibiotika nehmen und striktes Alkoholverbot. Das ich trinke aber gerne ein Bier. Sabine. Und? Aber nimmst du doch Wasser, auch kein Problem. Kein Problem. Aber habt ihr doch, dann könnt ihr doch noch. Könnt ihr doch nachliefern, wenn der Mann möchte. Ich war nicht beim Zahnarzt. Danke. So, also, ihr sammelt Fußballstadien. Ja. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Ja, es gibt Leute, die sammeln Briefmarken. Ja. Wir sammeln halt Fußballstadien. Das heißt, wir reisen von Stadion zu Stadion und gucken uns dann Fußballspiel an. Und das ist unser Hobby. Und das machen wir praktisch weltweit. Also es ist eine Art themengebundenes Sightseeing. Andere sagen, ich mache Burgen, Schlösser, Kirchen. Ihr macht Fußballstadien. Ganz genau. Gibt es da... Wohlgemerkt aber mit Fußballspiel. Also es gibt da Leute, die Eisenbahn fotografieren oder Bahnhöfe. Ich verstehe. Aber ihr müsst doch sicherlich, also ich denke mal, ihr werdet ja nicht dann noch bis Kreisklasse runter. Es muss doch... Nee, das kann auch durchaus Kreisklasse sein. Ist zwar nicht die Regel, aber es kann auch Kreisliga, Landesliga oder im Ausland dritte und vierte Liga sein. Das spielt an sich keine Rolle. Ach so, ich dachte jetzt, dass ihr einfach sagt, also es müssen mal mindestens, was weiß ich, Fassungsvermögen 10.000, weil es sonst zu viele gibt. Oder ist es nicht das Ziel, alle Stadien dieser Erde mal gesehen das zu haben? Das kann man nicht erreichen. Das also wenn ich sehr alt werden würde, selbst dann würde ich es nicht schaffen, weil in der ganzen Welt gibt es, was weiß ich, keine Ahnung, 100.000 Stadien, also würden wir ja nie im Leben schaffen. Ich habe auch keine Ahnung. Wie viel habt ihr bis jetzt geschafft? Also ich habe bis jetzt 1.300 Fußballstadien in 54 Ländern. Oho. Ich bin ein bisschen älter, ich habe dann 2.500 und das sind in 62 Ländern. Fahrt ihr zusammen oder? Ab und zu, ja. Ab und zu mal, ja. Also wir haben in Deutschland mehrere Groundhopper, es sind bis an die 1.000. Wie heißen die? Groundhopper, das heißt auf Deutsch übersetzt Stadionhüpfer. Ground heißt Stadion? Ja, ist der englische Begriff dafür. Das nennt man da Football Ground. Ja. Und hier heißt es dann übersetzt einfach Stadion. Und gibt es natürlich, schätze ich, einen eingetragenen Verein? Groundhoppers e.V. Ja, jetzt steht hier Doppler. Das hat also nichts mit Sex zu tun, auch nicht mit Besamung, wie man das vielleicht vermuten könnte. Ein Doppler ist einfach nichts anderes, als dass man in zwei verschiedenen Stadien an einem Tag ein Fußballspiel gesehen hat. Man begibt sich, man ist ja nicht kleinlich, man versucht ja manchmal an einem Tag zwei zu sehen. Um es noch zu steigern, Triple. Da müsste man dann Datumsgrenzen überschreiten oder ist das... Nein, du musst jetzt nicht um 12 Uhr in Deutschland spielen, sondern mit dem Flieger nach New York und dann eins angucken. Es geht auch ganz natürlich, indem du um 15 Uhr beispielsweise in Deutschland ein Spiel guckst und abends um 20 Uhr Spiel nach Belgien fährst. Ja. Da die Entfernungen ja nicht so groß sind. Was war euer schönster Triple? Ja, ich hatte jetzt genau am 1. Januar diesen Jahres hatte ich ein Triple. Ob der schönste war, möchte ich jetzt nicht sagen, aber das Jahr fing gut an. Ich habe da drei Spiele in England gesehen. Es passte uhrzeitenmäßig hervorragend, um 12, 15 und 19.45 Uhr. Es waren unterklassige Spiele, aber es war schon ein guter Jahresanfang für mich. Mit welcher Reisestrecke zwischen den? Die erste Reisestrecke zwischen dem ersten und zweiten Spiel waren 50 Kilometer und vom zweiten zum dritten waren es dann aber 100 Kilometer. Also ohne Probleme erreichbar. Hast du ein Auto gehabt oder mit dem Zug? Mit dem Auto. Im Zug ist man dann doch sehr auf die Bahn angewiesen. Mit dem eigenen Auto. Mit dem eigenen Auto. Und mit dem Linksverkehr, das ist kein Thema. Ja, am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, aber das war vor 10 Jahren. Da hatte ich auch mal einen Bus gerammt. Und musste dann 600 Mark zum damaligen Zeitpunkt Eigenbeteiligung noch zahlen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte damals einen englischen Leihwagen und dann auch noch die Schaltung links. Also nicht nur Linksverkehr, sondern auch links schalten. Und das war damals für mich dann wohl des Guten zu viel. Das geht doch aber schon sehr ins Geld, ne? Das kann man sagen, ja. Also ja, man kann es durchaus sagen. Die ganzen Einnahmen des Berufes werden auch wieder ausgegeben für das Hobby. Was ist das schönste Stadion der Welt?
Ja gut, wir haben ja noch nicht alle gesehen. Was fehlt denn an Stadien, wo ihr sagen würdet, das könnte es sein? Man hat ja sicher Erwartungen. Von der Größe her ist es bei mir zum Beispiel das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro. Wie viel gehen da rein? Ja, aktuell nur noch, ich glaube, 100.000. Es waren aber auch schon mal 220.000 Leute in dem Stadion. Also Dortmund hat, glaube ich, 82, ne? Mittlerweile 83.000, ja, in der Bundesliga. Das ist das Größte? Das Größte in Deutschland. Was noch interessant in der Welt ist, das Aztekenstadion in Mexiko, das würde ich mir ganz gerne mal angucken. Und ja, das auf jeden Fall wird sich sehr lohnen. Ich wollte noch was erwähnen, und zwar, ja, wenn wir halt unterwegs sind in der Welt, wir müssen einen Reisepass haben. Und ein Reisepass, der wird natürlich dann auch voll gemacht mit Stempeln von den diversen Ländern, wo man so rundreist. Kann ich dir so mal zeigen. Wenn du willst, kannst du mal durchblättern. Ja, sowas. Das ist jetzt vom Estland. Früher brauchte man noch ein Visum für Estland, mittlerweile ja nicht mehr. Die kommen jetzt in die EU rein. Dann hier so diverse Grenzstempel natürlich. Und das hier ist von Ukraine, ja, auch noch Estland, Slowenien hier. Ich war schon dreimal in Kiew. Einmal mit dem Auto bin ich mal hingefahren. Einmal mit dem Flugzeug und einmal mit dem Zug. Und was ist die angenehmste Reise? Mit dem Flug natürlich. Auto, da stehst du halt 12 Stunden an der Grenze, wenn du in die GOS rein willst. Ja. 12 Stunden haben wir da gestanden. Am polnisch-ukrainischen Grenzübergang ist natürlich nicht so angenehm. Also, ne? Damals war es ja noch sehr schlimm, aber jetzt haben sich die Staaten geöffnet. Aber da, zum damaligen Zeitpunkt, als es noch die alten Ostblockländer in reiner Form gab, kam es auch schon mal vor, dass man schon mal 18 Stunden an der Grenze stehen musste. Das ist natürlich nicht so angenehm. Wenn ihr jetzt, egal wo, ein Spiel besucht, ein Stadion besucht, ist dann das Spiel überhaupt von Bedeutung, was da stattfindet? Oder ist das eigentlich zufällig und ist euch auch egal? Ja, wir interessieren uns natürlich für Fußball, sonst würden wir das nicht betreiben. Allerdings sind wir natürlich neutrale Beobachter von dem Spiel und ergreifen keine Partei für irgendeinen Verein. Und es ist natürlich immer ganz toll, wenn das Spiel auch was hergibt. Manchmal ist es natürlich auch so ein richtiges Gammelspiel, 0-0, ohne Torchance, dann ist man sicherlich auch schon mal geneigt einzuschlafen. Habt ihr schon mal gedacht, wenn ihr jetzt irgendwo am Arsch der Ewigkeit ein Spiel seht, und dann denkt ihr, dieser Spieler, der würde genau nach, was weiß ich, Bochum passen und wahrscheinlich für billig Geld zu haben sein. Schon mal angerufen, Kontakte, was vermittelt? Nee, bis jetzt noch nicht, aber es wäre eine gute Idee. Eine gute Einnahmequelle, ja, vor allen Dingen. Ja, meine ich doch. Ja, da die heutigen Spieler ja alle Berater und noch einen Berater haben, könnten wir vielleicht auch mal so da einsteigen und vielleicht auch einen Berater oder Vermittlungsspieler noch gleich hinterher in die Kabine, ich bin deutscher Spielerberater und ja. Ja, wenn wir dann noch lizenziert sind. Ja. Könnte ich meinen Job ja aufgeben bei den Gehältern, die heute gezahlt wurden, bei den Ablösen. Ja, und wenn das klappt, nicht Onkel Jürgen vergessen, nein, der den Tipp gab. Selbstverständlich nicht. Was sind Länderpunkte? Hat ebenfalls nichts mit Sex zu tun, auch nicht mit Tutti Frutti, wie es damals der Hugo und Egon Balder gemacht hat. Nein, ist auch ganz einfach, wenn man in einem Land Fußball geguckt hat, zählt es als Länderpunkt. Und gerade am Anfang hatten wir ja gesagt, wir waren auch in 62 verschiedenen Ländern, also ich zumindest, das sind dann 62 Länderpunkte. Und jetzt fahre ich Ende des Monats beispielsweise nach Marokko, da bin ich noch nie in meinem Leben gewesen, gucke da ein Fußballspiel und das ist dann halt mein 63. Länderpunkt. Was ist denn hier mit Wohnen bei Mama? Ja, das betrifft auch mich. Es sind natürlich pragmatische Gründe. Das Hobby natürlich ein wirkliches Schweinegeld kostet und alles bei drauf geht. Und da ich in der Regel so und so nicht zu Hause bin, also muss ich das Programm so vorstellen, von Freitag bis Sonntag und teilweise auch Montag ist man eh unterwegs. Ja. Dann auch unter der Woche. Dann habe ich auch noch eine Freundin, bei der ich dann auch in der Regel zweimal die Woche bin. Also mein Hausstand ist quasi bei meiner Mutter, aber zu Hause bin ich an sich nie. Nur eine eigene Wohnung jetzt noch zu finanzieren, werde ich mir natürlich. Wie schiebst du denn zweimal eine Woche die Freundin noch rein? Das geht doch gar nicht. Also ich meine, die Liebe muss ja frisch bleiben, weil ihr seht euch kaum. Ja, wir sehen übrigens ein Modell, was ich unterstütze, weil ich denke, anders geht es ja nicht. Ja, 7 Tage die Woche eine Frau ist ja auch unertragbar. Ne? Da hast du jetzt so überschlägig 20 Länderpunkte gemacht. Nein, es ist so, also meine Freundin macht dieses Hobby auch. Nicht in diesem Umfang wie ich. Und wir fahren auch schon. Ach, ihr fahrt zusammen? Ab und zu. Also sie hat noch den Makel, sie ist Anhängerin von Schalke 04 mit Dauerkarte. Und da ist sie quasi jedes Wochenende. Aber wenn Schalke mal am Wochenende nicht spielen sollte, dann machen wir eine gemeinsame Hopper-Tour. Guckt ihr denn auch schon mal Frauenfußball? Ja, also haben wir überhaupt keine Abneigung gegen. Und es passt sogar sehr oft gut ins Programm, weil die teilweise um 11 Uhr morgens spielen. Und da kann man
wieder diesen berühmten Doppler machen. Sprich 1 um 11, 1 um 15 Uhr. Oder auch den Dreier. So schließt sich der Kreis. Was kosten denn die Tickets so im Vergleich? Wo sind sie am teuersten und wo am billigsten? Also mit am teuersten sind sie schon in England und in Italien, in Spanien, wo man jetzt in Euro locker sagen kann, so 30, 40 Euro. Stehplatz. Für die Haupt-, also ich rede jetzt schon von den besseren Tribünenplätzen. Die billigsten so liegen vielleicht bei 15 bis 20 Euro. Das ist auch schon eine Menge Holz ist. Dagegen ist in Deutschland eigentlich noch relativ zivil die Preise für die Fanblocks. Was kostet dann in Oman? Oh, das war nicht viel. Das waren umgerechnet, glaube ich, 2 Euro. Wir haben auch die Eintrittskarte mit vom Oman. Da kann man jetzt zwar nichts erkennen, also jetzt, aber sei denn, du kannst Arabisch, dann kannst du natürlich vorlesen. Ja, den Dialekt beherrsche ich jetzt hier. Nee. Nur hoch. So ging es uns dann auch, ja. Da ist die Eintrittskarte. Ja. Am billigsten ist es natürlich so in den Ländern wie Tschechien oder Polen. Da kostet die Eintrittskarte dann auch umgerechnet nur 1-2 Euro. Und auch die anderen Sachen wie ein Bratwürstchen oder ein Bierchen gibt es da doch für sehr erschwingliche Preise. Was hat das Hobby überschlägig bis jetzt gekostet? Man sagt ja so, die Erziehung eines Kindes ist über 400.000 Mark. Also damals. Also man kann rechnen, so im Schnitt im Monat bei mir jetzt so zwischen 700 und 800 Euro. Gehen da schon drauf. Jetzt für Eintrittskarten, Benzinkosten, Hotel und Verpflegung. Wohnst du auch noch bei Mama? Ich habe das Glück, ich wohne allein, ich habe ein Haus, was halt abbezahlt ist. Und so gesehen habe ich da keine weiteren Kosten. Und Familie, Frau und Kinder? Nein. Nein. Das geht nicht. Das klang so wie, nein, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ja, bei dem Hobby, sage ich mal, ist es nicht unmöglich, aber es ist sehr schwierig. Und meine, Jens Uwe hat jetzt das Glück, er hat da ein Mädel, was das gleiche Hobby halt hat, aber links etwas. Also wenn du so eins fändest, dann vielleicht. Vielleicht, ja. Und ja, und wie hast du dann wie der Matrose in jedem Hafen eine Braut? Hast du vielleicht in jedem an jedem großen Stadion? Nee, so ist es nicht. Nee. Du bist sexuell gar nicht interessiert. Das habe ich jetzt nicht gesagt, nein. Ja, ja. Mal ein Doppler, mal. Oder ein Dreier, ja. Oder ein Dreier, ja. Ja, also wenn wir das auf Frauen ummünzt, dann wäre das natürlich also quasi schon unverantwortlich. 2500 Frauen, dann hätte ich ja Pornostar werden können. Naja, auch Scheich, ne? Ich meine. Ja, oder Scheich. Ne? Das ist ja, die haben ja, deswegen haben die ja den Bonus. Weil das viel zu viel Zeit kosten würde, immer die Hose auch auf und runter. Das ist ja das. Richtig, das ja. Ist das. Gut, meine Herren, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Jo. Das war ja, da muss man ja erst mal drauf kommen. Ja. Jo. Wir sehen uns gleich noch. Alles Vielen klar. Dank. Jo. Tschüss.